Hallo Leute, willkommen zurück bei Diablo 3. Im letzten Part haben wir uns damit beschäftigt. Was haben wir im letzten Part gemacht? Ich hab's vergessen. Egal. Der Kane ist gestorben. Ach ja, genau. Deckard Cain ist tot. Oh Mann, so traurig. Okay. Oh Mann, so traurig. Okay. So, und ja, wir sind in diese Höhle gegangen und haben dann beschlossen, die nicht ganz zu durchlaufen, weil das hätte noch viel zu lange gedauert und werden das stattdessen jetzt erledigen. Ja, wir laufen einfach mal ein bisschen weiter und ziehen direkt ein paar Gegner an. Ach ja, ich mag den Hardcore-Mod. Der ist so. Einfach jeden Schadenspunkt, den der Charakter abkriegt, das ist so, als wenn man den selbst fühlt. Es ist einfach ein komplett anderes Gefühl, als wenn man einfach in Softcore spielt, wo man dann nach jedem Tod einfach wieder auf Neueinsteigen klickt und dann ja, wieder belebt wird. Boah, als wäre das nichts. Geht hier natürlich nicht und deswegen muss man hier ein klein wenig vorsichtiger spielen. Und wie ich bereits im letzten Part gesagt habe, diese Höhle ist sehr groß und allerhöchstwahrscheinlich findet man den Ausgang immer erst in der letzten Ecke, in die man reinguckt. Und ja, ich hoffe, das ist diesmal nicht der Fall. Die ganzen Spinnen mal drüber laufen. Oh, das ist gut. Tut mir aber leid. Ja, haben wir nicht. Ja. Ah, ich finde das eigentlich ganz interessante Geschöpfe auf jeden Fall. Vielleicht ein Duo spielen oder so, weil da sind die meistens böse und eklig und wollen dann irgendwie töten. Ja, im New Life auch. Ja, es ist halt so, ich habe nicht genug Hass. wenn man im echten Leben in seinem Badezimmer eine Spinne findet, dann am besten ein Tuch nehmen, das in Öl tränken und ganz langsam und vorsichtig sein Haus abbrennen. Ich staube die Tasche mit wirres Geschreibsel eines Einsiedlers. Einst war ich einer von ihnen. Gewöhnlich. Unberührt. Bis ihre Stimme zu mir kam. Danach wusste ich, wie ich zu dienen habe. Ich muss den töten, der meine Herren bedroht. Und auch die dunkle Macht, die sie geschaffen hat. Ich wurde auserwählt. So ein Schwachmat, ne? Es ist so ein Spinner. Dieser Typ. Das ist übrigens derselbe Typ, den wir am Eingang der Höhle da gesehen haben. Das ist der eigentlich da gewesen. Hoffentlich läuft er aus sich nach. Würde mir nur entgegenkommen. Und ich habe da so ein paar Pfeile, da steht sein Name drauf. Und die würde ich ihm gerne überreichen, wenn ihr versteht, was ich meine. Freundlichste Grüße. So, noch eine Sackgasse. Oh Mann, ich glaube, das trifft jetzt tatsächlich wieder zu. Es ist einfach in der letzten Ecke abgeblieben. Nicht genug Hass. Na, komm. Na los. Was war das gerade? Ja, ich habe anscheinend verletzt. Das ist irgendwie in Hardcore ein bisschen uncool. Also jetzt vielleicht noch nicht ganz so tragisch. Und noch eine Sackgasse. Ich glaub's nicht. Ach, du kämpfst da noch. Okay. So. Ja, in welcher Ecke haben wir? Wir können, ja, hier unten. Dort runter können wir noch gucken. Also hier unten dann.
Geh voran, junger Link. Ich habe mir auch überlegt, ich werde mir so einen kleinen Vorrat an grüner Farbe zulegen und jedes Mal, wenn ich meine Ausrüstung wechsle, werde ich die wieder grün färben. Einfach nur so als kleiner Gag, dass ich halt Link bin. So, ein paar neue. Einen neuen Heilfang, meine ich. Nicht ein paar. So, und das sieht mir doch fast schon wieder so aus. Halt. Diesmal könnte sogar sein. Vielleicht. Wenn wir Glück haben. Bitte. Es geht immer weiter. Und jetzt kommen wir in einen neuen Höhlenabschnitt. So, lange da, ein paar Mal weggesprungen. Meine Kraft ist zurückgekehrt. Dein Leben war gerade gefährlich gering. Ja. 100 von 400. Ich wollte gerade schon schreien, aber dann habe ich mir anders überlegt. Und ja, wir haben den richtigen Weg gefunden. Dort erhalten wir einen Schrein der Erleuchtung. 25% Erfahrung und hier haben wir den Spinner. Aufgenommen. Kommt näher und spürt ihre liebevolle Umarmung. Scheint ja ein relativer Begriff zu sein. Das ist, dieser eine, die da stimmt nicht. So, aber wir haben den Ausgang aus der Höhle gefunden. Beziehungsweise so gut wie. Denn was uns jetzt, bevor wir aus dieser Höhle wieder rausgehen, noch erwartet, ist der zweite Boss des Spiels. Nämlich der Hort der Spinnenkönigin. Und dort kämpfen wir, wie könnte es anders sein, gegen die Spinnenkönigin. Was? Ehrlich? Ist nicht wahr. Im Hort der Spinnenkönigin gegen die Spinnenkönigin? Bist du das verrückt? Helft mir. Es ist schrecklich. Sie saugt ihren Opfern die Gedärme aus dem Körper. Oh nein. Nein! Es ist zu spät. Ich kann sie hören. Die Spinnenkönigin kommt. Spinnenkönigin? Da ist sie. Ah, du Spinne. Hier ist auch hier gefunden. Verlangsam. Langsam hast du gesagt. Langsam nicht. So, aber so viele gegenzusetzen hat sie uns nicht. Ein Viertel Leben hat sie schon verloren. Und jedes Mal, wenn das passiert, mindestens 5 Sekunden, dann hättest du uns so ein paar kleinere Spinnen auf den Hals. Die haben auch kein Problem damit. Und weiter mit den Königin Andramee. Da hab ich keinen Pass mehr gehabt. Ich spüre keinen Hass mehr auf diese Spinnen. Ich möchte sie nicht umbringen. So, ihre kleine Punkte ist wieder erledigt. Und ein weiteres Mal mit sie eingefroren und jetzt werden sie wahrscheinlich erledigen. Ich hoffe, mehr Hass, um das zu tun. So, 300, 200, 100 und oh. Neues Wissen. Gerüchten zufolge ließ Erzbischof Lazarus, bevor er starb, einen lautlosen Schrecken in den Höhlen nahe Leoriks Anwesen frei. Er hatte wochenlang an ein paar ungewöhnlich großen Spinnen experimentiert. Hab Dank. Können wir diesen schrecklichen Ort bitte verlassen? Ja, können wir sofort. Ich will mir nur rasch diesen Gegenstand hier angucken, weil der ist irgendwie nett. Ich habe ja auch noch was für dich. Wenn du ein bisschen Heiligschaden, ein wenig Geschick, erhöhte Angriffsgeschwindigkeit, 3 Leben pro Treffer. 2 maximale Disziplinen und 1,2% des verursachten Schadens wird in Leben umgewandelt. Das sind einfach alle Punkte, die ein Gegenstand in Hardcore haben muss. Am perfektesten wäre es noch, wenn jetzt meinetwegen die maximale Disziplin nicht wäre und stattdessen noch ein bisschen Vitalität drauf wäre, dann wäre es einfach perfekt. Aber so lege ich die noch an und jo. Ein Umhang. Minus 40 Leben, aber dafür 1,2 Schaden und 0,4% Schutz. Ich werde
den anlegen, da ich denke, dass ich genug Leben habe. Fürs Erste werde ich den anlegen und da ich hier noch ein grünes Färbemittel habe, werde ich das direkt benutzen. So, bin ich wieder grün und wir gehen hinaus. Quest beendet, RP erhalten, 1150 Gold erhalten, 225 und wir reden mit Karina. Es war schrecklich, dort festzustecken. Den Göttern sei Dank, dass ihr gekommen seid. Was macht ihr hier draußen? Ich suche einen Mann, der vom dunklen Zirkel entführt wurde. Der Zirkel? Ich habe gesehen, wie sie jemanden in Leoriks Anwesen hineinzerrten. Vielleicht könnte es der Mann gewesen sein, nach dem ihr sucht. Es könnte sich für euch allerdings als schwierig erweisen, dorthin zu gelangen. Ich bin nicht stolz darauf, aber ich habe den Stab eines mächtigen Schamanen der Kassra gestohlen. Daraufhin sind die Kassra durchgedreht und haben mich bis zu diesen Höhlen gejagt. Ihr könnt den Stab in meinem Wagen im Hochland finden. Wenn ihr ihn zur Kassra-Barrikade bringt, werden sie euch vielleicht passieren lassen. So, vielleicht eine kleine nette Trivialinfo zu dieser Karina. Die sollte ursprünglich der dritte NPC in einem Dorf sein, bei dem man seine Gegenstände verbessern kann. Also wir haben ja zum einen den Schmied. Ups. Bei dem Schmied können wir halt Sachen einschmieden, da können wir dann Essenzen für. Für die Essenzen können wir uns neue Gegenstände herstellen. Dann habe ich hier aus Versehen was aufgesammelt, wollte ich gar nicht. Dann gibt es ja den Juwelier, da kann man dann später ab Akt 2 kann man dort Edelsteine in Gegenstände einschmelzen und wieder herausnehmen und Edelsteine zu besseren Edelsteinen kombinieren. Und diese Karina sollte für Verzauberung eigentlich gedacht sein. Das heißt, man konnte ihr einfach einen Gegenstand geben, ein bisschen Gold bezahlen und dann hat sie einem Gegenstand eine beliebige magische Eigenschaft zugefügt. Aber das wurde nie ins Spiel implementiert. Was ich übrigens schade finde, weil das gab es. Ich muss überlegen, gab es sowas bei Diablo? Ich glaube nicht. Doch gab es, genau. Ja, finde ich halt ein bisschen schade, dass sie das nicht übernommen haben. Wäre eine ganz coole Idee nochmal gewesen und hätte das Spiel nochmal ein bisschen bereichert. Aber ja, haben sie leider nicht. Des Mondclans. Ich habe gar nicht zwischen meine Gegenstände geguckt. Hier habe ich noch was ganz Nettes. Armschienen mit Geschick statt Stärke. Lege ich doch mal spontan an. Und ja, ansonsten, was habe ich hier noch? Ich finde ganz oft diesen Gürtel für den Barbaren. Ja, da habe ich auch zwei von. So. Habe ich mir eben einen Ring angelegt. Hatte ich noch nicht beide. Da ist zwar ein bisschen Stärke drauf, aber dafür bleibt es in Angriffsgeschwindigkeit und ein Ring mit plus 1 bis 2 Schaden. So, und das waren diese Hochlandwanderer. Das waren die Bäume, die man noch kennen müsste, sollte. Und ja, da sind dann ab und zu solche Bäume, die erwachen dann spontan zum Leben und greifen an. Cool. Zwei Hände nebeneinander. Ordentlich oft, dass sowas vorkommt. Und dort haben wir die Altäre und dort haben wir noch eine prächtige Truhe. Meine Güte, zwei Stück in einem Part. So, aber da ist jetzt nicht so sonderlich viel rausgekommen. Eine Einhandwaffe mit 12 DPS und sonst gar nichts. Okay, laufen wir weiter. So, und hier ist, ja, da hat man es gut gesehen, überall auf dem Feld stehen diese Trommel der Ziegenmenschen. Wenn eine Gruppe von diesen Ziegenmenschen angreift, dann läuft einer immer zu dieser Trommel und fängt da drauf an rumzutrommeln. Und ja, dadurch werden dann alle anderen stärker. Ja, Höhle des Mondclans, gehen wir da rein? Klar. Ja. Okay, gehen wir da rein. Ja. So, Höhle des Mondclans, Ebene 1. Das ist eine von diesen
Nebenhöhlen, die erkundet man einfach. Und in der zweiten Ebene befindet sich immer eine prächtige Truhe. Und wir erhalten die Notizen vom Urik, dem Seher, Teil 1. Wie lange habe ich gearbeitet, um die dunklen Künste zu meistern? Endlich ernte ich die Früchte meiner Arbeit, denn Magda hat mich zur Kenntnis genommen. Sie hat mir eine besondere Aufgabe versprochen, die dem Erhabenen unendlichen Ruhm bringen wird. Ich kann kaum ein Auge zutun, bis sie mir den Plan am Morgen mitteilt. In dem Sound war es vielleicht ein bisschen laut, dass man das gut verstehen konnte, aber im Grunde genommen hat er gesagt, dass Magda ihn entdeckt hat und er jetzt noch besser und noch mächtiger werden will, damit er irgendwann so eine Art Anwandlung oder sowas dann bewahren kann. Wollen wir natürlich verhindern. Wir mögen keine Schleimer. Ja, das ist böse. Sieht aber auch cool aus. 3 Meter laufen. Und dann drücken wir beide Rechtsklick. Laufen wieder 3 Meter. So. Wollt ihr noch mehr? Sieht doch ganz schön aus. Blauen Strahl und diesen roten Strahl. Ja, ein bisschen verbrochener Strahl. Ja, so ein Pinkelstrahl. Oh Mann. Das kannst du doch nicht sagen. Okay. Versuchen wir eben eine Zeit zu finden. Ah, eine Elite-Gruppe. Ich kann Albtraum haben. Für mich eine der nervigsten Fähigkeiten, weil gerade als Nahkämpfer will man dann natürlich immer so nah an die ran. Und dann treffen sie einen und man rennt einfach wieder von weg. Und dann läuft man wieder hin, sie treffen einen und man läuft wieder weg. Das ist ein klein wenig nervig. Aber egal, wir sind ja keine Nachrichten. Also sollten sie sich nicht fett aufhalten. Ein wenig weiter und noch weiter. Und hoffentlich ist das hier der richtige Weg, weil hier geht es ja noch ein bisschen weiter. Genau. Jo. So. Ich bin schon reingegangen. Und bevor wir dort in die zweite Ebene hineingehen, ja, Lenny ist gerade wieder zurückgekommen, werde ich den Part an dieser Stelle pausieren und werde mal nicht heranzoomen, weil, wie man sieht, sieht man dann einfach gar nichts. Und ja, wie immer, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Part. Tschüss!